Lock, 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 lock. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Sehe mich heute in meinem etwas weniger offiziellen Outfit. Das liegt einfach daran, dass ich noch nicht ausgeschlafen habe und ich mir als selbstständiger Blogger, als selbstständiger Rentner in Kaliningrad erlauben kann, meinen Arbeitstag zu beginnen, wenn ich es eben halt kann. Ja, und heute bin ich noch nicht so richtig in Form. Warum? Gestern war so ein typisch russischer Tag. An sich plane ich immer meinen Tagesablauf, so wie das ein Deutscher macht. Ein Deutscher braucht einen Plan und der muss erfüllt werden. So, und dann kriegte ich gestern einen Anruf und du, horch mal zu, wir wollen mal vorbeikommen bei dir, hast du Zeit heute Abend um 18 Uhr? Ja, klar, 18 Uhr, was mache ich? Ich stimme erstmal zu, logisch. Und in meinem elektronischen Kalender schreibe ich rein, blockiere ich die Zeit ab 17.30 Uhr, Treffen mit Ivan Ivanovich und Piotr Pavlovich. Wobei das völlig sinnlos ist, in Russland eine Treffzeit eher zu blockieren. Also wenn der Russe sagt um 18 Uhr, ist es völlig sinnlos, schon um 17.30 Uhr irgendwelche Zeiten zu blockieren, weil der Russe ist sowieso nie pünktlich. Das heißt also, wenn man schreibt, wenn er sagt 18 Uhr, dann kann man sich so einrichten, irgendwann nach 18 Uhr kommt dann derjenige. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kriegte dann 2-3 Stunden später wieder einen Anruf. Sag, können wir denn auch schon um 16 Uhr kommen? Oh ja. Und schon war der ganze Tagesablauf durcheinander. Also 16 Uhr. Und wie gesagt, sie kam auch ganz pünktlich um 16.30 Uhr. Achso, ja, ehe ich das dann vergesse, noch ein Beispiel. Ich habe natürlich eine Haushaltshilfe, kommt schon zu mir ungefähr 10 Jahre. Und in der Anfangszeit habe ich sie dann immer angerufen und gesagt, Olga, ich brauche sie am Sonntag um 10 Uhr. Sie ist nie am Sonntag um 10 Uhr gekommen. Dann habe ich meine Taktik etwas umgestellt und habe sie angerufen und gesagt, Olga, wann haben Sie denn Zeit für mich? So, und dann hat sie selber die Zeit vorgeschlagen, wann sie kommt, um bei mir im Haushalt ein bisschen sauber zu machen und so weiter. Und jetzt ist es so, ich weiß schon, man adaptiert sich ja, passt sich an die Situation an. Wenn sie sagt, sie kommt am Sonntag um 11 Uhr, dann weiß ich, dass sie wahrscheinlich in der Zeit zwischen 13 und 14 Uhr kommt. Das muss man einfach wissen, wenn man in Russland lebt. Der Russe nimmt es mit der Pünktlichkeit nicht so genau. Und da alle es mit der Pünktlichkeit nicht so genau nehmen, haut es an sich wieder hin mit der Pünktlichkeit. Naja, aber wie gesagt, mein Besuch wollte eigentlich dann um 16 Uhr kommen, nur ganz kurz. 15 Minuten. Ja, ist in Ordnung. Naja, ich habe dann heute Nacht um 2 Uhr das Geschirr abgewaschen. Ja, so rund 10 Stunden haben wir gesessen und haben geschwatzt über alles Mögliche. Und mein Problem ist dann gewesen, der Besuch ist nach Hause gegangen. Ich selber mag es nicht, wenn das schmutzige Geschirr stehen bleibt. Also habe ich in der Nacht noch das Geschirr abgewaschen. Ja, und dann irgendwann, so ich weiß nicht, so um 2:30 rum, irgendwas habe ich mich dann hingelegt. Ja, und um 5 Uhr klingelte der Wecker wieder. Ja, mit deutscher Disziplin bin ich natürlich aufgestanden, weil um 5 Uhr müssen dann die ersten Nachrichten gecheckt werden. Um 6 Uhr geht es dann in den Fitnessclub. Ja, Ihre Fantasie reicht wahrscheinlich nicht aus, mit welchem Kraftaufwand ich heute in den Fitnessclub gegangen bin. Ich bin jetzt noch nicht fit. Ich hoffe, mit meinen Croissants, den weichen, nicht knusprigen Croissants, vielleicht doch irgendwie fitter zu werden. Schauen wir mal. Ja, und dadurch, dass der gestrige Tag völlig durcheinander gelaufen ist, bin ich natürlich auch nicht dazu gekommen, Nachrichten zu veröffentlichen.
Und gerade gestern gab es jede Menge sehr interessanter Nachrichten. Ja, und deshalb würde ich sagen, lassen Sie mich jetzt schnell frühstücken und schauen Sie im Laufe des Tages vorbei, wenn ich die, wie sagt man nochmal, Kutsche Novosti, also jede Menge Neuigkeiten veröffentliche. Ja? Okay, ja, das war es erstmal auf die Schnelle heute früh, was ich Ihnen noch schnell sagen wollte. Einen Schluck Kaffee nehme ich noch und dann, ja, tschüss und bis gleich. Vergessen Sie nicht, die Neuigkeiten anzuschauen. Hm? Tschüss und Paka aus Kaliningrad.